Die Amadea wartet auf rund 550 Passagiere, um ihnen auf der großen Nordlandreise eisige Erlebnisse zu bescheren. Am Columbus-Kai in Bremerhaven startet die 17-tägige Kreuzfahrt. Das großzügige Vier-Sterne-Schiff wurde Anfang der 90er Jahre auf einer japanischen Werft gebaut. Freundliche Hostessen beraten die neuen Passagiere und Kreuzfahrtdirektor Rippel begrüßt jeden an Bord kommenden mit Handschlag. Vor dem Vergnügen kommt die Pflicht. Die Rettungsübung ist auf Hochseeschiffen obligatorisch für alle Passagiere. In ihrem ersten Leben in Japan hieß die Amadea noch Azuka. Seit 2006 fährt das Luxusschiff, das mit großzügigen Foyers und holzbelegten Promenaden an die Ära glanzvoller Ozeanliner erinnert, für deutsches Publikum, als Flaggschiff von Phoenix Reisen. Frühstück und Mittagessen werden alternativ zum à la carte Menü auch als Buffet angeboten. Wenn es das Wetter zulässt, mit Grillstation und Getränkeservice draußen am Deck. Wer glaubt, eine Nordlandkreuzfahrt sei kalt, wird bald eines Besseren belehrt. Der Golfstrom und die langen Tage, an denen die Sonne nicht untergeht, verheißen pure Lebensfreude. Kapitän Hubert Flohr stellt am ersten Tag auf See seine Mannschaft vor, ehe er zum stilvollen Captain's Dinner ins Restaurant bittet. Kurs Island. Die schottischen Orkney-Inseln liegen am Weg. Das 7000 Einwohner zählende Kirkwall ist ihre Hauptstadt. Hier geht es für einen halben Tag mit den Tenderbooten an Land. Kleine Häuser mit Blumenschmuck, eine Fußgängerzone, uralte Pubs und kuschelige Hinterhöfe vermitteln das Bild einer Abgeschiedenheit, in der die Welt noch in Ordnung ist. Mitten darin steht die gewaltige St. Magnus-Kathedrale, deren Bau bereits 1137 begonnen wurde. Sie bekam den Namen des Märtyrers Earl Magnus. Ihm zu Ehren finden in Kirkwall jedes Jahr die Magnus-Festspiele statt. Zwei Schulmädchen begrüßen die Besucher vom fernen Kontinent und fiedeln eifrig schottische Volksweisen. Durch die Kombination aus rotem und gelbem Sandstein wirkt die imposante Kathedrale gleichwohl leicht und hell. Das stilreine Kirchenbauwerk ist eine von nur zwei großen Kirchen Schottlands, die nicht durch die Truppen Oliver Cromwells zerstört wurden. Goodbye, Schottland. Die Amadea nimmt endgültig Kurs auf das Nordpolarmeer. Island, Insel aus Feuer und Eis. Das Land, das durch das Zusammenstoßen der europäischen und der amerikanischen Kontinentalplatte eine hochinteressante Geologie zu bieten hat, erzählt die unglaublichsten Geschichten. Da kommen jahrhundertealte Sagen von Trollen und Gnomen zur modernen Geschichte der Fernheizkraftwerke, die in Europa einzigartig sind. Ein Ausflug von der Hauptstadt Reykjavik führt zuerst zu jener Stelle, an der man mit einem Bein in Amerika, mit dem anderen in Europa stehen kann. In der Schlucht von Thingvellir tagte bereits vor über 1000 Jahren das erste Parlament Europas. Ab dem Jahr 930 kamen alle Einwohner der Gegend im Sommer für einige Tage hier zusammen, um ihr Miteinander zu regeln, Gesetze festzulegen und Gericht zu halten. Gleich nebenan
ist der isländische Bischofssitz. Die Bauern, die um die Wikingerzeit hier das Parlamentswesen einführten, hatten noch keine Möglichkeit, ihre Gesetze aufzuschreiben. Einer lernte sie auswendig und so sagte sie im nächsten Sommer wieder vor. Sträflinge, die zum Tode verurteilt wurden, ertränkte man gleich an der tiefsten Stelle des Flusses und sparte so ihren Rücktransport. Endlich führt der Ausflug zur Quelle isländischer Fernwärme, zu den Geysiren. Alle 8 Minuten spuckt der Strokkur seine Fontäne bis zu 20 Meter hoch in die Luft. Rund um dieses grandiose Naturschauspiel brodeln warme Quellen, strahlen kochend heiße Wasserlöcher in unwirklichem Blau. Wasser ist das Element, das diese Insel beherrscht. Nirgends erlebt man seine Gewalt so hautnah wie am Gullfoss-Wasserfall. Der goldene Wasserfall, wie er übersetzt heißt, sprüht seine Gischt ins Gesicht der Besucher und lässt sie so seine donnernde Urgewalt nicht nur hören, sondern auch spüren. 4 ausgediente Öltanks auf einem Hügel über Reykjavik werden heute als Touristenattraktion von einer riesigen Glaskuppel mit Aussichtsplattform überspannt. Von hier hat man einen guten Blick auf die ohnehin übersichtliche Hauptstadt. Eine Stippvisite. Und schon zieht der Hafenschlepper die Amadea wieder hinaus aufs Meer. Die Hexenküche. Nirgendwo auf Island gibt es einen unwirklicheren Ort als diesen. In einem Feld aus schwefelhaltigem Schlamm blubbern und brodeln heiße Quellen und lassen die unappetitliche graue Suppe kochen wie Teufelswerk. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, denn der gewaltige Gestank ist der nachhaltigste Eindruck dieses Ausflugs von Akureyri. Ungeachtet des Geruchs wandern die Touristen in dem unglaublichen Naturschauspiel hin und her. Einige Stellen sind abgesperrt, andere mit Holzbohlen verstärkt, denn der heiße Boden ist an manchen Stellen so morsch, dass man sonst einbrechen würde. Ein Stück entfernt werden sogar Kartoffeln angebaut. Sie bekommen ihre Wärme von unten und gedeihen prächtig. Nur ein Jahrgang war ungenießbar. Die Wärme war zu stark. Und die Erdäpfel konnten fertig gekocht geerntet werden. Hat hier jemand den Polarkreis gesehen? Ja. Sie haben den gesehen. Wo ist der Polarkreis wohl? Eine Tasche. Oder oben. So einfach könnt ihr nicht in den Polarkreis rein. Dafür gibt es Regeln. Und Bedingungen! Piraten! Sind alle Piraten da? Wo ist mein Eisbär? Der gefährliche Eisbär! Überquerung des Polarkreises. Die unreine Meute der Passagiere tritt ein in Ägias Reich, das Polarmeer. Ungetauft darf das niemand tun. Und der Meeresgott ist mit seinem Gefolge eigens an Bord gekommen, um die Zeremonie persönlich vorzunehmen. Maritime Leckereien ganz eigener Art hat er mitgebracht. Der klebrige Schaum aus Sahne, Eiern und Honig für die Haare ist eine seiner Delikatessen. Wodka aus der Spritze eine andere. Und wer die Früchte seines Meeres nicht küsst, den will er schon mal gar nicht hier sehen. Die Taufzeremonie mündet in eine ausgelassene Mitternachtsparty an Deck. Musik,
Tanz und gute Laune sind garantiert. Ägir feiert mit und spendiert den einen oder anderen Wodka. Und da es nicht mehr dunkel wird, findet manch einer auch dann kein Ende, als daheim schon die Morgenglocken läuten. Auf dem halben Weg nach Spitzbergen ragt ein kaltes Eiland in den Himmel. Nicht alle Kapitäne fahren so zum Greifen nahe daran vorbei, und wer es tut, riskiert, dass die Insel Jan Mayen ihm nur einen dichten Nebelschleier zeigt. Hier leben ständig rund 70 norwegische Forscher. Sie befassen sich mit Geologie, Wetterkunde und Vulkanismus. Jan Mayen ist die wichtigste Wetterstation der nördlichen Erdhalbkugel. Vorposten weit draußen im Atlantik und Wetterinformant für ganz Skandinavien. Der Bärenberg ist ein 2277 Meter hoher Vulkan. 1985 ist er zuletzt ausgebrochen. Erst zeigt er sich oben ohne und legt schließlich auch noch sein Röckchen ab, das seine untere Hälfte schamvoll verdeckte. Die nächtliche Polarparty ist zum festen Ritual geworden und begleitet den weiteren Weg nach Spitzbergen. Liebe Zuschauer, mit dem Dreh der Amadea hier direkt vor dem Gletscher auf Spitzbergen, den der Kapitän Hubert Flohr gleich vollziehen wird, haben wir einen der nördlichsten Punkte unserer großen Nordlandfahrt erreicht. Neben mir steht Kreuzfahrtdirektor Christian Rippel. Herr Rippel, wir haben jetzt seit 2 Tagen nicht nur 24 Stunden Tageslicht, sondern auch die Mitternachtssonne. Das heißt, die Sonne geht nicht mehr unter und die Passagiere sind vermutlich schwer ins Bett zu kriegen. Heißt das Mehrarbeit für Sie und Ihr Team? Ja gut, das bedeutet natürlich genau das, was wir natürlich auch gerne möchten. Sie sollen ja gar nicht früh ins Bett gehen. Und genau das, die Sonne geht nicht mehr unter, man ist wesentlich aktiver. Das heißt, wir haben natürlich viele Aktionen auch am Abend. Sie haben es selber erlebt, was für eine tolle Stimmung das herbirgt, weil jeder halt eben noch sehr aktiv ist und morgens auch relativ wieder früh auf ist und auch gar nicht so schnell ins Bett gehen möchte. Und das ist natürlich für die Stimmung, tut das nur gut, es macht unheimlich viel Spaß. Apropos Stimmung an Bord, wir haben in der Woche, die wir hier an Bord sind, unter den Gästen einen sehr netten, legeren, lockeren Umgangston beobachtet. Wie ist das bei Ihnen im Team? Ich glaube, von daher kommt es. Also wenn bei uns im Team nicht ein guter Umgangston herrscht, und ich glaube, das merkt auch genau das Publikum und die Gäste, nämlich wenn wir eine Harmonie nämlich ausstrahlen und sie auch haben, das spüren die Gäste und das ist natürlich, was sich überträgt und somit kommt das auch genauso bei den Gästen an. Was vielleicht die legere Atmosphäre unterstreicht, das ist die Tatsache, dass Sie ständig hier offene Tischzeiten ohne feste Platzreservierung in den Restaurants haben. Wurde das von Anfang an gut angenommen? Also da muss ich mal anfangen. Genau, wir machen das jetzt seit einem Jahr und am Anfang war das ein bisschen verhalten, weil man musste sich erst von diesen zwanghaften Gedanken lösen, diesen festen Tischplatz zu haben. Und mittlerweile über das Jahr hat man erkannt, dass es eigentlich wesentlich angenehmer ist, nicht einen festen Platz haben zu müssen. Sie können halt eben auswählen, wo gehe ich essen, mit wem gehe ich essen. Weil man lernt auf einer Reise jemanden kennen und geht dann mit dem halt auch dementsprechend dann mal und verabredet sich an einem Tisch. Ja, und natürlich die langen Öffnungszeiten von 18 bis 21 Uhr entzerren das wunderbar. Das ist klar, in so einem Fahrtgebiet wie hier, wo man auch mal abends auf Ausflug geht, ist das natürlich ideal. Letzte persönliche Frage, wie oft waren Sie schon auf Spitzbergen? Oh, jetzt im 6. Jahr, wir fahren so circa 4-mal im Jahr hier hoch, so Pi mal Daumen, glaube ich, 25 Mal war ich hier in Spitzbergen. Dann gehen wir doch mal zusammen an Land und gucken mal, was uns der Magdalenenfjord zu bieten hat. Das machen wir, Dankeschön. Bevor der Landgang im Magdalenenfjord beginnen kann, muss zuerst eine Infrastruktur geschaffen werden. Die improvisierte Ponton-Pier müssen die Matrosen der Amadea selbst bauen, ehe die Passagiere mit Tenderbooten an Land gebracht werden können. Die Mühe hat sich gelohnt. Die scharfen Gipfel der Berge zeigen, warum die Insel zwischen Nordkap Nordpol Spitzbergen genannt wurde. In der Ferne knirscht und knistert das schmelzende Eis des Gletschers. Die einzigen Bewohner des Magdalenenfjords schätzen den Besuch gar nicht. Es sind brütende Küstenseeschwalben
die sich gegen die Eindringlinge und Störenfriede mit unfreundlichen Schnabelhieben aus der Luft wehren. In der Hütte wohnen norwegische Ranger, die mit Gewehren die Bucht gegen noch aggressivere Burschen sichern, gegen Eisbären. Zum Glück bleibt es bei den Angriffen aus der Luft. Niemand stört die Strandspaziergänge, die an den Gräbern einiger hier verstorbener Polarforscher vorbeiführen. Immer neue, grandiose Ausblicke tun sich auf und keiner der weißen Riesen aus Knuts Verwandtschaft lässt sich sehen, um das schnell herübergebrachte Buffet zu plündern. Gut so, denn das schaffen die Passagiere auch ganz alleine. Longyearbyen ist die Heimat von ölsuchenden Norwegern, Profi- und Hobbyforschern sowie etlichen Studenten. Die Hauptstadt von Spitsbergen verfügt über einen Flugplatz und eine Universität. Im Sommer steigen die Temperaturen auf 10 bis 12 Grad und die Einwohnerzahl auf über 2000. Hübsche, bunte Holzhäuser im norwegischen Stil dienen zum Wohnen. Der Motorschlitten hat Pause. Im Winter ist er das einzige Fortbewegungsmittel. Wer hier studieren und leben will, muss außerhalb der Stadt zu seiner eigenen Sicherheit ein Gewehr tragen. Freilich lauern die gefährlichsten Eisbären in den Souvenirshops. Sie haben es auf die Portemonnaies der Touristen abgesehen. Honningsvåg begrüßt die Amadea mit strahlendem Sonnenschein. Auch auf dem Abendausflug zum Nordkap sind Rentierzelte und die ganze Landschaft in goldenes Licht getaucht. Wer kann da ahnen, dass eine hartnäckige Wolke ausgerechnet das Nordkap verhüllt? Was auf Jan Mayen geschenkt wurde, fordert die Natur nun zurück. Als wäre sie nicht ganz sicher, ob sie ihren Fans das wirklich antun kann, lugt die Sonne doch noch vorsichtig durch die riesige Weltkugel am nördlichsten Punkt von Kontinentaleuropa. Tromsø mit seiner Eismeerkathedrale ist nach der Einsamkeit Spitsbergens die erste richtige Stadt, die mit skandinavischer Offenheit und Freundlichkeit zum Einkaufsbummel lockt. Eine berühmte Brücke überspannt den Sund und verbindet die beiden Hälften der Stadt. Die schönen Holzhäuser verbinden sich nahtlos mit moderner Architektur, der vollständig verglasten Bibliothek und der Eismeerkathedrale. Sie musste allerdings ihren grandiosen Blick durch große Panoramascheiben in die Berge gegen eine bunte Verglasung eintauschen. Denn ausgerechnet Sonntagmorgens schien die Sonne so durch die Fenster, dass die Kirchenbesucher Sonnenbrillen brauchten. Der Architekt war über die Veränderung seines Werkes so entsetzt, dass er die Kirche nie wieder betreten hat. Die Lofoten machen die grauen Aussichten der letzten Tage wieder wett und zeigen genau jenes zauberhafte Licht, das so viele Künstler, Maler und Fotografen schon hierher gelockt hat. Auf der Insel Flagstad hat sich ein Schmied niedergelassen. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt auf Tourismus. Statt Hufeisen und Schiffsteilen schmiedet er Kormorane und Kunsthandwerk. Eine Erlebniswerkstatt für die Besucher und ein kleines Schiffsmuseum sichern ihm gute Geschäfte. Lou
Husfjord gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Der einstige Fischerort ist exakt so erhalten, wie er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewirtschaftet wurde. Und seinen Einwohnern mit dem Fischfang und der Produktion von Stockfisch ein karges Auskommen sicherte. Das leuchtende Rot der Häuser war einst die Farbe, mit der die Ärmsten ihre vier Wände anstrichen. Aus dem Blut gefangener Wale war es besonders preiswert herzustellen. Die Halle, in der der Stockfisch aufbewahrt wurde, und ein kleiner Krämerladen mit blechernen Reklameschildern sind noch im Original zu besichtigen.